Let's go. Hi Leute, Line hier. Ich zeige euch heute den Unterschied zwischen dem Mustang Mach 1 und dem Mustang Mach E. Im Vergleich zeigen wir euch nicht nur die Leistung, die verschiedenen Motorisierungen, sondern auch, wie sieht das Fahrzeug von innen aus, wie sieht es von außen aus. Wir fahren auch mal eine Runde zusammen und dann zeige ich euch noch was zum Infotainment. Zum einen ist nicht nur die Motorisierung extrem unterschiedlich, sondern auch der Altersunterschied ist extrem groß. Den Mustang Mach 1 gibt es schon seit Ende der 60er Jahre als Nachfolger des Mustang GT. Und der Mustang Mach E ist erst Ende 2020 auf den Markt gekommen. Gehen wir nun zum Soundcheck. So, wir schauen dem Biest jetzt mal unter die Haube. Wir haben hier einen klassischen Verbrennungsmotor mit 460 PS, das sind 5 Liter V8 mit der Höchstgeschwindigkeit 260 km/h. Sobald die Motorhaube auf ist, könnt ihr direkt ins Herz der Maschine schauen. Hier ist nichts abgedeckt, ihr seht alles direkt. Das ganze Herzstück der Maschine ist offengelegt. Hier haben wir noch den coolen Mach 1 Bügel drüber. Richtig cooles Design, auch unter der Haube. Na, könnt ihr was hören? Ich auch nicht. Schauen wir uns das Ganze doch mal genauer an. Habt ihr gehört, das Öffnen der Motorhaube war schon lauter als der Motor selbst. Hier haben wir den klassischen Elektromotor und wie ihr seht, seht ihr nichts. Sogar die Batterie ist unter einer Abdeckung versteckt. Das Einzige, was ihr hier seht, ist wirklich die Öffnung für das Scheibenwischspritzwasser. Also idiotensicher, hier kann man nichts Falsches auffüllen. Wir haben die Motorisierung mit einem Heckantrieb, sowohl als auch mit einem Allradantrieb. Und zwar haben wir hier 269 bis 351 PS, wahlweise nach Antriebsart. Höchstgeschwindigkeit hier liegt bei 180 km/h. Zusammenfassend zu sagen, haben wir hier wirklich das laute Biest mit aktiver Klappensteuerung und hier das leise Mäuschen der Zukunft. So, kommen wir jetzt zum äußerlichen Look der beiden Fahrzeuge. Der Mustang Mach 1 hat eher einen sportlichen Look. Hier haben wir Aerodynamik pur. Er ist für die Rennstrecke und für Performance geeignet. Wir haben hier auch 19 Zoll Leichtmetallfelgen. Wir haben hier die Haifischflosse auf dem Dach, den Mustang-typischen Heckspoiler. Und woher kommt der Sound? Natürlich aus diesen 4 Auspuffrohren mit Klappensteuerung. Der Mustang Mach E kommt als sportlicher Crossover-SUV daher. Er ist sportlich, aber vor allem auch alltagstauglich, besonders durch seinen hohen Einstieg. Auch mit hohen Schuhen kein Problem. Am Heck des Fahrzeuges seht ihr, dass es ein sehr breites und hohes Heck hat, nicht so wie beim Mustang Mach 1. Wir haben hier kein Fastback-Dach und was natürlich fehlt, ist der Auspuff. Stimmt, der hat ja wirklich gar keinen. Was beide Mustangs gleich haben, seht ihr hier hinten und zwar ist das das Rücklicht, was in 3 geteilt ist. Beim Mustang Mach E als auch beim Mustang Mach 1. Und die kraftvollen Motorhauben und nicht zu vergessen, natürlich das Pony. Ich zeige euch noch ein paar Ponys, kommt mal mit. Hier im Scheinwerfer oder hier. Hier unten ist eine Lampe drinne, die angeht, sobald ihr die Tür öffnet und dann leuchtet euch das Pony auch auf den Boden. Kommen wir nun zur Inneneinrichtung vom Ford Mustang Mach 1. Wir haben hier das Multifunktionslenkrad. Wir haben wahnsinnig viel Beinfreiheit nach vorne. Das ist für das sportliche Fahren zu zweit. Hinten ist eher weniger Platz. Starten wir doch mal. Ihr könnt den Sitz zum Beispiel elektrisch verstellen. Nach vorne, nach hinten, oben und unten. Auch die Rückenlehne könnt ihr elektrisch verstellen. Ihr habt hier die verschiedenen Fahrmodi. Ihr habt zum Beispiel das Warndreieck. Auch mit einem sehr schönen Sound. Ihr könnt die Traktionskontrolle ausschalten, das jedoch nur auf der Rennstrecke. Auch euer Lenkrad
könnt ihr in den verschiedenen Einstellungen, ob Rennstrecke, Komfort oder normale Lenkung, einstellen. Digga, ist das heiß, ich muss die Klimaanlage anmachen. Das coolste ist natürlich die Pony-Taste. Hier könnt ihr über das Multifunktionslenkrad zum Beispiel euren Auspuffklang steuern. Ihr könnt ihn leise einstellen, um die Nachbarn nicht zu ärgern. Oder ihr stellt ihn auf Rennstrecke, was ihr natürlich nur auf der Rennstrecke tun solltet. Oder zum Beispiel auf Sport. Zum Thema Beinfreiheit hinten zeige ich euch das jetzt mal. Und zwar, ich bin 1,66 groß. Wenn man den Sitz ganz nach vorne schiebt, kommt man natürlich rein. Man kann bequem sitzen. Entweder muss man selbst klein sein oder der Vordermann muss etwas kleiner sein. Weil ihr seht, je nachdem, wie weit der Sitz zurückgeht, je nachdem habt ihr auch Beinfreiheit. Das ist die Staufläche, die ihr beim Mustang Mach 1 habt. Hier ist der Kofferraum. Für ein sportliches Fahrzeug relativ viel Platz. Aber wenn ihr noch mehr Platz haben wollt, kommen wir hier zum Mustang Mach E. Der Kofferraum öffnet sich bei diesem Elektrofahrzeug auch elektrisch. Ihr seht hier hinten wirklich eine große Ablagefläche. Das Ladekabel liegt auch noch serienmäßig mit drin. Und wenn euch das immer noch nicht reicht, dann kommt mal mit. Vorne unter der Motorhaube, wo sich auch die Batterie versteckt, habt ihr nochmal eine Ablagefläche. Diese ist komplett wasserabweisend, sodass ihr nasse, schmutzige Sportkleidung zum Beispiel hier reintun könnt und den kompletten vorderen Bereich abspritzen könnt. Das hat nämlich unten ein Ablaufloch. Beim Mustang Mach-E ist schon auffällig, dass ihr gar keinen richtigen Türgriff habt. Ihr könnt das Fahrzeug auf unterschiedlichste Arten öffnen. Entweder durch den Zahlencode, den ihr euch individuell aussucht, über den Schlüssel ganz normal oder zum Beispiel über eure FordPass-App. So, wir befinden uns jetzt im Mustang Mach-E. Merklich ist schon, dass wir wahnsinnig viel Beinfreiheit haben, sowohl vorne als auch hinten. Hier können 5 Erwachsene bequem einsteigen. Und vorne natürlich das futuristische Design. Wir haben 2 riesengroße Displays hier drin. Ich starte jetzt einmal den Motor. Das ist unglaublich, wie leise der ist. Man hört wirklich gar nichts. Manchmal weiß ich gar nicht, ob er überhaupt schon an ist. So, was haben wir hier für Knöpfe? Wir haben hier ein Drehrad für die Lautstärke der Musik. Wir haben hier ein Drehrad für die verschiedenen Fahrstellungen. Eine elektrisch anziehbare Handbremse. Multifunktionslenkrad haben wir trotzdem noch, aber das war's an Knöpfen. Sonst geht alles wirklich hier über den Touch-Display. Der hintere Einstieg ist hier natürlich super easy, weil ihr bei Mustang Mach-E 4 Türen habt. Und ja, Bequemlichkeit wie in einem normalen PKW, richtig cool. Was auch ist, ihr habt in der Mitte kein Zwischenteil für die Füße. Das heißt, die 5. Person kann auch in der Mitte ganz bequem sitzen. Und jetzt schaut euch bitte mal dieses Panorama da an. Das ist mir so noch nie aufgefallen. Das ist ja absolut krank. Das ist mir wirklich noch nie aufgefallen. Das ist komplett aus Glas. Ich kacke ab. Geilo. Hier vorne im Display seht ihr zum Beispiel die Reichweite, wie viel eure Batterie geladen ist, die Temperaturanzeige. Ihr seht, welche Sachen sich nah am Auto befinden und ihr seht, wie viel km/h ihr fahrt. Und das testen wir jetzt auch gleich mal aus, wie viel wir fahren. Hier in der Mitte in dem großen Display, das ist eher Infotainment. Ihr habt hier wirklich von der Klimatisierung bis hin zur Navigation alles. Ihr habt hier zum Beispiel auch die Möglichkeit, eine Betriebsanleitung. Warum auf Papier drucken, wenn ihr sie hier im Auto habt? Ihr könnt direkt alles nachlesen und euch wird direkt angezeigt, was ihr sucht. Ihr seht hier zum Beispiel schon die Rückfahrkamera. Extrem riesiges Display. So, seid ihr bereit? Wir treten jetzt aufs Gas. Wow, man fühlt sich wie in einem Raumschiff, weil man einfach diese Motorgeräusche nicht hört und trotzdem geht das Ding ab wie Schmitz Katze. Achtung nochmal, das ist die Bremse. Man wird richtig in den Stuhl gepresst. Das ist schon krank. Mir ist schlecht. Okay, das machen wir nochmal, weil es einfach geil ist. Okay, ihr seht es, wie ich in den Sitz gedrückt werde. Achtung, es geht los. Jetzt schon mal 50 km/h, 60, 70, 80, 100. Oh Gott. Wow. Krank. Kranke Nummer auf jeden Fall.
Also ich zitter ein bisschen, das ist bestimmt Adrenalin, es fühlt sich einfach extrem geil an. Ihr hört nichts, aber das Ding gibt einfach Vollgas. So, hier habt ihr schon den fetten Sound, sobald das Fahrzeug angeht. Hier ist ein etwas kleineres Display, aber trotzdem ist alles da, was ihr braucht. Von Audio über Klimaanlage, Navigation. Ihr habt hier sogar nicht nur eine Sitzheizung drin, sondern auch eine Sitzklimatisierung im Sommer gerade. Sehr angenehm. Und let's go! Okay, der Unterschied ist klar hörbar. Hier hört ihr, dass ihr einen riesen Motor unterm Arsch habt. Das ist ordentlich. Warum? Der hat gepiepst, ich mach's nochmal. Okay, bis gleich. Okay, das ist absolut krank, Leute. Das ist so laut in dem Fahrzeug. Das ist so ein geiler Sound. Hammer. Ich weiß gar nicht, wer ich nicht besser finde. Hier nochmal die kurze Zusammenfassung. Wir haben hier den Mustang Mach 1 mit dem V8 Motor. Hier den Mustang Mach E, der wirklich rein elektrisch fährt. Mein Fazit, würde ich mich rein optisch entscheiden müssen, würde ich mich für den Mustang Mach 1 entscheiden, das richtige Sportfahrzeug. Betrachten wir den Umweltaspekt oder den futuristischen Gedanken, dann würde ich mich für den Mustang Mach E entscheiden. Welche beiden Ford-Modelle sollen wir als nächstes vergleichen? Schreibt es uns gern unten in die Kommentare. Ich bedanke mich jetzt schon fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.